Hallo, bevor dieses Video beginnt, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Satire wie auch fiktive Inhalte enthalten sind. Daher möchte ich Ihnen davon abraten, das Video zu ernst zu nehmen. Des Weiteren wäre ein Like wie ein Kommentar angebracht, ist herzlich egal was, aber mein liebes Lieschen, wir brauchen diese, um einen Wettbewerb zu gewinnen, also haut rein, also in die Tasten. So. Und nun genug gelabert. Schnallt euch an, zieht den Gurt an und ab geht's. Hallo, mein Name ist Mr. X. Ich habe heute die große Ehre, euch ein super Oberhammer geiles Produkt vorstellen zu dürfen. Die erste Frage, die ihr euch stellt, was macht diese Superpapierwaage so super cool? Nun, diese Papierwaage kann wiegen. Des Weiteren könnte sie eventuell Corona heilen, den Weltfrieden bringen, der CDU beibringen, dass es Menschen unter 60 gibt und der Bild zeigen, dass Qualität besser als Quantität ist. Dies sind natürlich aber nur ein paar Dinge, die die Waage eventuell machen könnte. Nun, da Sie gehört haben, was diese Waage zu leisten vermag, kommen wir nun zum Aussehen. Die Waage sieht besser aus, als Picasso es sich je hätte träumen lassen können. Sie ist das Gegenstück zum Berliner Flughafen, Perfektion der ersten Stunde und zu kleinen Groschen. Lassen Sie Ihr neues Auto zu Hause, mit dieser Waage sind Sie überall und zu jeder Zeit der Mittelpunkt. Die Waage gibt es in einer Variante, mit einer Farbe und einer Ausführung. Quasi so vielfältig wie ein AfDler auf der Love Parade. Ihr merkt also, dieses Video ist so sinnlos wie eine funktionierende Eismaschine bei McDonald's. Deswegen zeigen wir euch nun noch einen sinnlosen Einspieler mit nicht passender Musik. Viel Spaß! Jetzt, da Sie zu 100% überzeugt worden sind, gibt es nun dieses super Angebot, was gerade reingekommen ist. Sie liken das Video, erstellen einen Kommentar, in dem Sie schreiben, warum genau Sie diese Waage haben wollen und mit einer 0,00005%igen Wahrscheinlichkeit gehört diese Waage nicht Ihnen, als wenn wir diese krasse Waage einfach verschenken würden. Dieses Video wurde Ihnen nicht von Dr. Wilkers Hustenpastillen präsentiert, damit auch Sie anderen stundenlang ein Ohr abkauen können.